Hallo, liebe Fans, liebe Interessierten, liebe Gelangweilten, liebe Corona-Lockdown, ans Bett gefesselten, die jetzt gar nicht wissen, was sie tun sollen. Hier ein kleines Video, das dich wieder ein bisschen schlauer machen soll und mich zum Glück nicht dümmer macht, weil das Schöne ist, wenn man etwas weiß und es weitergibt, dann wird es nur zwar weitergegeben, aber es geht bei einem selbst nicht verloren. Habe ich zumindest mal so gelesen und ich halte mich da jetzt ran und hoffe, das ist so. Ansonsten werde ich halt jetzt ein bisschen verdümmern, aber es macht nichts, du wirst schlauer werden. So. Worum geht's? Es geht heute mal ein bisschen um Erfolg. Wie schafft man das, Erfolg zu haben? Zum Beispiel Ziele zu erreichen, die gar nicht mal so. Viele Leute schrecken vor Zielen zurück. Ach, das ist doch so groß, das kann ja nicht. Bleib mal. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber eines sage ich dir, Schuster: Wenn du dein Leben lang nur bei deinen Leisten bleibst, dann wirst du einen sehr frustrierten Lebensabend haben. Und auch das Ableben wird nicht so viel Freude machen, weil erst dann merkst du, dass du diese vielen Möglichkeiten, die dir das Leben schenkt, das einzig schon das Sein des Homo sapiens dir schenkt, dass diese vielen Möglichkeiten, dass du die nicht ausgeschöpft hast und einfach nur bei den scheiß Leisten geblieben bist. Und ey, Schuster, weißt du was? Die scheiß Leisten sind eigentlich die Leisten deines Vaters, der dir gesagt hat, bleib bei deinen Leisten und werde Schuster, weil der Vater vorher Schuster war. Gut, das jetzt aber nur mal so ein bisschen zum Anfüttern. Jetzt geht es um was sehr Spannendes, nämlich diesen Effekt, den sich bei uns im Gehirn oder in unserem Verhalten gerne mal, der sich da erzeugt und sehr viel Probleme bereitet, wenn wir eine Leistung leisten müssen. Was heißt jetzt eine Leistung leisten müssen? Ich muss ja auch atmen, um zu leben. Ich hatte immer noch die Wahl zu sagen, ich will nicht mehr leben. Also müssen ist was anderes. Ich meine jetzt aber was wieder anderes, nämlich das Müssen von außen, nicht das Wollen. Ich will leben und ich atme auch gerne, also ist das kein Müssen. So, jetzt kommen wir mal hier. Das sind jetzt Noten. Und da kommen wir zum Beispiel Noten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind die Noten von will ich gerne haben bis will ich gar nicht haben. Innere Motivation. Jetzt holen wir eine äußere Motivation, nämlich das gerade besagte Müssen hinzu und kringeln uns hier ein bisschen die 3 ein. So, was heißt das jetzt für uns? Das heißt, hier streich mal gleich mal weg. Das heißt für uns, wenn du eine 3 schreibst, hast du dieses Jahr, Schuljahr, Unijahr oder Lebensjahr, was auch immer, bestanden. Alles drunter heißt rausgeflogen. Und dann machen wir in solchen Situationen, machen wir Menschen einen elementaren Fehler. Immer wieder, immer aufs Neue, Jahr für Jahr, Minute für Minute, Generation für Generation, immer gleichen Fehler. Wir sagen uns, oh Gott, ich muss eine 3 schaffen. Und wir setzen alles daran, diese 3 zu schaffen, weil wir wollen ja nicht rausfallen. Okay, so weit, so falsch. Also steckt auch ein bisschen Wahrheit drin. Aber im Kern ist die Tendenz, ist die Umsetzungsweg falsch, weil beengt. Ich beschreibe jetzt was falsch, weil es auf sehr wichtige Elemente verzichtet. Also eine Farbdose mit den Fingernägeln aufzuroppen ist auch falsch, obwohl es irgendwie funktionieren kann. Es verzichtet aber auf sehr viele Hilfsmittel, die nötig sind und sehr viele Vorteile mit sich bringen, wie zum Beispiel den Schraubenzieher. So, jetzt kommt der Schraubenzieher. Also, du musst eine 3 schreiben, um dieses Schuljahr, bleiben beim Beispiel Schuljahr, zu bestehen. Das ist faktisch falsch. Denn wenn du eine 2 schreibst oder eine 1 schreibst, hast du auch bestanden. Du musst also schon mal nicht eine 3 schreiben, sondern du musst besser als die 4 sein. Die 4 und alles drunter ist quasi so hübsch ausgeklammert, wie man so kopfüber so hübsch machen kann. Jetzt fokussieren sich alle auf die 3. Und das ist interessant, weil es wirklich psychologisch so ein Ding ist. Also es ist ein Verhalten, das der Kopf arbeitet und der Kopf legt die Bahn für den Erfolg. Und der Kopf fokussiert alles weg, was nicht den Erfolg suggeriert. Und den Erfolg suggeriert diese 3. Das heißt, der Kopf bemüht sich in seinem ganzen Lernprozess, anders so zu lernen, dass er nicht die 4, 5, 6 schreibt. Er bemüht sich aber auch, und jetzt wird es spannend, dass er nicht die 1, 2, 3 schreibt. Weil das Ziel ist ja die 3. Und jetzt sehen wir was. Jetzt sehen wir hier von einem insgesamt ziemlich großen Spektrum. Da bleibt ein kleines Löchlein über, durch das ich die Murmel hindurchwerfen muss. Das ist anstrengend. Allein schon unabhängig, ob es die 3, die 1, die 2, die 6 oder was auch immer ist. Auch die Sache, schreiben Sie mal eine Arbeit, aber schreiben Sie eine 5. Das ist nicht so leicht. Selbst wenn Sie bis zu 1 kommen würden, easy. Das ist nicht so leicht, exakt die 5 zu schreiben. Das ist ein ganz schmaler Tunnel. Und die 3 ist auch ein ganz schmaler Tunnel. Und so verhalten wir uns gerne in solchen Situationen, dass wir genau uns auf diesen
den schmälsten aller Tunnels fixieren, nämlich auf die Grenze dessen, was wir schaffen müssen. Ist aber kein Tunnel, ist eine Grenze. So, und jetzt mache ich noch was, was für unser menschliches Gehirn total toll ist, nämlich Perspektivwechsel. Wir drehen die ganze Chose jetzt um. Perspektive sind wir wieder am Anfang. Und wieder heißt die Aufgabe: drei schreiben. Um zu bestehen, eine 3 zu schreiben. So. Wer schlau ist, übersetzt es jetzt aber und merkt so: Moment mal, um zu bestehen, muss ich überhaupt keine 3 schreiben. Das ist völliger Bullshit. Um zu bestehen, muss ich einfach nur eine Grenze ziehen und das alles ausklammern. Alles andere ist egal. Ich kann also meine Trefferfläche von nochmal hier drunten auf, in dem Fall 3 zu 1, das Dreifache vergrößern. Letztlich. Das heißt, aber dreifach heißt aber auch schon nicht mehr diese Trefferfläche, sondern diese Trefferfläche. Okay, das ist jetzt vielleicht fünffach. Aber das Prinzip ist, glaube ich, jetzt verstanden. Wenn du etwas erreichen musst, nehmen wir an, du musst die 3 erreichen. Erreichen. Das heißt ja nicht, dass du sie schreiben musst, du musst sie nur erreichen. Also von hier kommend musst du sie erreichen. Wenn du das eh nicht kannst, wenn du zu dumm bist oder zu uninteressiert, zu unmotiviert oder einfach auch fachlich überhaupt keinen Plan von dem Thema hast, die Zeit nicht reicht oder du einfach den scheiß Stift nicht richtig halten kannst, um irgendwas Leserliches zu schreiben, dann wirst du die 3 bei aller Mühe nicht schaffen. Du kannst also jetzt sehr schlau, sehr dumm sein erst nochmal und versuchen, mit aller Gewalt eine 3 zu schreiben, auch wenn du das logisch so gar nicht bewusst ist. Das passiert, weil man sich auf diese 3 fokussiert. Und dann alles daran legt, sehr unbewusst diese 3 zu schreiben. So, du kannst das Ding aber jetzt auch mal ein bisschen anders drehen. Schlau sein. Du kannst sagen: Hey, ich mache einfach das beste Ergebnis, was ich schaffe. So, schaffen ist nicht nur prinzipiell, sondern auch situativ. Wenn ich zum Beispiel gleichzeitig meine Mutter pflegen muss, dann schaffe ich vielleicht nur die 2. Wenn ich vielleicht gleichzeitig nur meine kranke Physiklehrerin zu Hause sitzen habe, die sich selber pflegt, aber mir die ganze Zeit hilft, dann schaffe ich vielleicht sogar die 0, weil es geht ja um Physik. Ich muss in Physik die 3 erreichen. Aber allein dadurch, dass ich diese Trefferfläche vergrößere, ich mache einfach mal, erweitere ich mehr als nur mal 3 zählen jetzt, also dreimal verschiedene Noten, ich mache einfach mal. Ich erweitere die Trefferfläche von einem sehr abgegrenzten Bereich. Das ist die 3, ist auch nicht die 3 minus 3 plus 2 plus 2 minus 1 minus 1 plus 1, sondern es ist ein ganz schmaler Bereich. Und ich erweite diese Trefferfläche einfach auf. Mal schauen, was kommt. Ich tue mein Bestes. Das ist weniger Stress. Und das ist der entscheidende Punkt. Sein Bestes zu geben, das ist nicht sich auszupowern. Also bei sowas geht es um Langfrist, Marathon. Das Beste beim Marathon zu geben heißt Geduld, Kräfte einteilen. Das ist wichtig beim Marathon. Kurzer Sprint ist was anderes, davon rede ich jetzt gerade nicht, sondern Marathon, also der Lauf des Lebens. Oder längerfristige Ziele. Also, jo, den Deckel hier da drüben in den Mülleimer schmeißen, kriege ich gerade auch noch hin, kurzfristiges Ziel. Aber was mache ich denn mit den restlichen 3 Tagen dann, wenn das getan ist? So, längerfristige Ziele. Und hier sind wir genau an diesem Punkt. Einfach die Trefferfläche erweitern. Das ist das Einfachste, was man tun kann, ist die Trefferfläche erweitern. Sagen so: Nee, scheiß drauf, ich tue jetzt nicht irgendwie das versuchen zu kriegen und zu erreichen, was mir vorgegeben wird, sondern ich schaue einfach, was ich schaffe. Dann ist dieser ganze Vorgabedruck weg. Dann ist auch dieser innere, unbewusste Druck weg, bloß nicht die 2 und die 1 zu erreichen, weil die ja nicht die Aufgabe sind. Doch, die sind auch die Aufgabe, es wird nur nicht kommuniziert. Und was nicht kommuniziert wird, kommt halt gerne hier oben nicht an. Wenn man sich selbst auch nicht kommuniziert, auch nicht. So, jetzt kannst du dir aber selber kommunizieren, wenn sowas kommt: Hey, ich mache einfach das, was ich erreichen kann. Ich bin so gut, wie ich kann. So, bumm. Und das ist, wie gesagt, und das ist auch mitentscheidend, das ist weniger Stress, weil die Trefferfläche größer ist. Die 3 reicht ja noch völlig aus. Ne? Es geht um solche Situationen, solche Blumen. Die 3 reicht ja noch aus. Vielleicht schaffe ich die 1, wahrscheinlich schaffe ich dann die 2, weil möglich heißt unter der Prämisse, die das ganze Setting hergibt. Und da ist irgendwie sich den Arsch aufreißen, bis man hinter die Ohren blutet, vielleicht ein bisschen viel. Aber alles auf die 3 zu fokussieren, vom Ergebnis wenig und vom Aufwand genauso ein bisschen viel. Also einfach schau, was du hinkriegst. Sei gut, sei einfach gut, das tut dir selber gut. Und das Ergebnis wird es zeigen. Ne? Mach dir nicht den Druck auf diesen einen Punkt, sondern erweiterst. Mach dir auch nicht den Druck auf 3, 2, 1, ich muss diesen 1 erreichen, weil das kann ich ja besser. Nee, vielleicht kannst du es heute gerade nicht. Gibt auch sowas wie Tagesform.
Jo, das war's von mir. Und jetzt wünsche ich euch einen netten, was auch immer, Prüfungstag.